Willkommen zu einem neuen Video von heimnetzwerk.wlan.com. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr herausfinden könnt, welche Windows-Version auf einer Windows 10 CD bzw. DVD vorhanden ist. Möglicherweise hast du ja noch alte Windows 10 DVDs in deinem Schubladen liegen, weißt aber eigentlich gar nicht mehr, welche Version da drauf ist. Weil du es vielleicht nicht draufgeschrieben hast oder weil einfach die Beschriftung nicht mehr zu erkennen ist. Dann gibt es nämlich Möglichkeiten, dies auszulesen. Dafür habe ich mal eine Windows 10 DVD in das Laufwerk gelegt. Und auf dieser Windows 10 DVD gibt es natürlich eine Menge Daten. Unter anderem gibt es hier ein Quellverzeichnis, das Verzeichnis Sources, das wir mal öffnen. Und in diesem gibt es eine Datei, die sich install.vim oder install.esd nennt. Und da ist sie. Und in dieser Datei ist der Hauptinstallationsbestandteil von Windows 10 enthalten und so auch die Information, welche Windows 10 Systeme auf so einer DVD installiert werden können. Denn du musst wissen, es gibt unterschiedliche DVD-Varianten. Wenn du dir jetzt beispielsweise einen Computer kaufst oder eine DVD mitbekommst, dann ist in der Regel nur die Windows 10 Version darin enthalten, die du auch gekauft hast. Also meinetwegen eine Professional-Variante oder eine Home-Variante von Windows 10. Wenn du dir jetzt aber früher schon selber ISO-Dateien erstellt hast und von denen dann Windows 10 Versionen installiert hast, da hattest du immer die Möglichkeit, auch mehrere Windows-Varianten in diese Installations-DVD einzubinden. Das siehst du sehr schön an unserem Video, wo wir dir gezeigt haben, wie du für jedes Windows 10 eine ISO-Datei erzeugen kannst, aus der du dann eine Windows 10 DVD brennen kannst, wenn du das möchtest. Das Video haben wir dir oben in der Beschreibung mit verlinkt. Ja, kannst du ja gerne mal reinschauen. Wie lesen wir also nun die Information aus dieser Datei aus? Dafür gibt es einen Kommandozeilenbefehl, der speziell dafür entwickelt wurde, mit diesen Installations-Images umzugehen. Öffne dafür bitte mal die Kommandozeile, indem du im Suchfeld hier cmd eingibst und diese dann als Administrator öffnest. Der Befehl an sich heißt DISM. Dann kommt ein Parameter, der bedeutet, dass ich gerne die Information aus dem Installations-Image herauslesen möchte. Und dann geben wir noch über den Parameter WEM-File an, wo sich denn dieses Installations-Image befindet, das ausgelesen werden soll. In unserem Fall ist das auf dem Laufwerk E, was unser DVD-Laufwerk ist, in dem Verzeichnis Source, die Datei install.wem ist es nicht, sondern die Datei install.esd. Den Befehl bestätigst du und dann wird dir hier aufgelistet, welche Windows-Versionen mit dieser DVD bzw. CD installiert werden können. Wie du siehst, sind es hier mehrere. Ja, ich könnte also mit dieser Windows 10 DVD Windows 10 Home installieren, die Home N-Variante, die Education-Variante und die Pro-Variante. Und die Versionsnummer findest du hier ganz oben. Und da du natürlich an der Versionsnummer jetzt nicht auslesen kannst, was das genau für eine Windows-Version ist, kopierst du die einfach und googelst danach. Dazu nutzt du einen Browser deiner Wahl und natürlich auch eine Suchmaschine deiner Wahl. Kopierst hier einfach die Versionsnummer hinein und schaust mal, was dir an Suchergebnissen angezeigt wird. Es handelt sich also um die Windows 10 Version vom Mai 2020. Ja, hier unten. Auch nochmal, du kannst auch jederzeit auf die Microsoft-Seite gehen. Dort gibt es eine Seite, wo alle Versionen aufgelistet sind. Da kannst du natürlich auch nachschauen. Und das soll es dann auch schon wieder für heute gewesen sein. So einfach kannst du dir anzeigen lassen, welche Windows-Version auf einer DVD oder auch in einem ISO-Image von Windows 10 enthalten ist. Vielleicht war das ja neu für dich und du findest den kleinen Tipp ganz interessant. Dann würden wir uns natürlich sehr über ein Like von dir freuen, auch gerne über einen Kommentar. Und vergiss bitte nicht, auf die Glocke zu klicken und unseren Kanal zu abonnieren, damit du auch kein zukünftiges Video
von unserem Kanal verpasst. Dann noch einen wunderschönen guten Abend. Tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. So, das war's für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig den Abonnieren-Button klicken. Sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal.